das hier ist die Minecraft-Version 1.0.0. Und für mich ist das gerade ein sehr nostalgischer Moment, denn gut, ich habe zwar schon mal auf meinem Kanal die richtige allererste Alpha-Version gespielt. Heute spielen wir allerdings die Version Minecraft 1.0.0. Habt ihr ja vorhin schon im Intro eingeblendet gesehen. Und das ist nämlich eine... Es sieht schon alles so anders aus, ne? Oh, gibt es schon Creative-Modus? Ja. Wir gehen natürlich in Survival. Während die Welt geht, das sieht auch schon ganz anders aus. Oh mein Gott, es geht auch viel schneller. Oh mein Gott, wie scheiße sieht alles aus! Das Inventar ist gleich. Wir sehen die Einstellung aus. Guck mal, wie simpel! Das sind unsere Einstellungen! Minecraft has crashed. Okay, merke, gehe in der Version Minecraft 1.0.0 nicht in die Einstellungen. Ich habe vergessen, was ich vorhin sagen wollte. In die Einstellungen kann ich ja obviously nicht nochmal gehen. Alter, es ruckelt auch voll. Also gut, ich habe jetzt natürlich auch kein Optifine drin. Ich kann nicht... Warum kam gerade so ein komischer Windows-Sound? Ich habe C gedrückt. Ich wollte mit Optifine ranzoomen. So oder so würde ich sagen, schauen wir mal, was wird. Wir bauen Holz ab. Haben Holz und im Crafting-Rezept, ich bin halt... Man kann noch gar nicht so drehen. Das geht noch gar nicht. Ich muss einzeln die Sachen hinlegen. Wir haben ein Achievement. Kann ich mir die Achievements angucken? Ja. Guck mal, wie wenige es gibt. Oh mein Gott. Das ist ja so irre. Wir haben ja so wenig Achievements bisher. Ich baue jetzt noch mal eben kurz einen weiteren Holzblock ab. Gehe hier dran. Dann hole ich mir aus dem Holz die Wooden Planks. Mach... Digga, es geht nicht. Ich muss einfach einzeln hinlegen. Nee, ergibt auch keinen Sinn. Wir brauchen ja Stöcker. Zack, zack. Sind die Crafting-Rezepte noch gleich? Ja, guck mal, wir haben eine Wooden Pickaxe. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen... Guck mal, es gibt anscheinend auch schon Kürbis. Ich wollte schon wieder ranzoomen. Ich kann einfach nicht ranzoomen. Oh mein Gott, ich heule. Ich heule einfach. Digga, ich vermittle mit diesem Spiel so viel, das ist unfassbar, ne? Alter. Ich gehe mal kurz hier ans Meer. Es ist irre. Ey, für mich ist das Minecraft. Nicht dieses Ganze mit, ja, kann jetzt irgendwie hier was da traden und dann irgendwelche Hacks mit Koordinaten, wo man guckt, wo ein Schatz liegt und keine Ahnung was. Das ist für mich nicht Minecraft. Man kann nicht mal schwimmen. Hey, sorry, da, guck mal, ich kann auch gar nicht so weit gucken. Ich kann nicht mal ranzoomen jetzt. Ja, schaut's ja. Ey, dass dieses Lied gerade kam, das hat mich komplett aus dem Takt geworfen. Ey, ich hab einfach, ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat oder so, aber ich habe einfach gerade echt angefangen zu heulen. Ich bin niemand, der wirklich schnell anfängt zu weinen. Ich bin ein sehr realistischer Mensch eigentlich. Boah, dass das heutige Video so nahe kommt. Guck mal, wenn man sneakt. Man geht auch nur... Ich muss die Musik ausstellen! Es ist unfassbar. Gibt es schon F5? Ja, es gibt schon F5. Guck mal, ich habe nicht mal einen Skin.
Gibt's schon Koordinaten? Koordinaten gibt's. Oh mein Gott, wie wenig Koordinaten gibt es? Der Seed wird einfach auch direkt eingeblendet, wenn man Koordinaten drückt. Es ist unfassbar. Wirklich, also, ihr müsst euch einfach überlegen, ich verbinde mit diesem Spiel alles. Ich verbinde meine Kindheit mit diesem Spiel, ich verbinde meinen Beruf mit diesem Spiel, ich verbinde Stress mit meinen Eltern mit diesem Spiel. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals mit meinen Eltern beim Italiener saß und meine Eltern angelogen habe und meinte, ey, ich muss jetzt nach Hause, weil ich muss Karten klären für Freunde, für eine Party, wo wir hinwollen. Dann bin ich früher gegangen, saß dann bei mir allein im Zimmer und habe Varo aufgenommen. Die Aufnahme, die meisten Leute waren da ja schon über 18, wo ich mitgespielt habe. Ich war mit einer der Jüngsten. Und wir haben Varo aufgenommen. Ich war der Einzige, der quasi noch bei seinen Eltern saß. Und dann hat sich das total lang gezogen, weil GLP hatte Probleme mit den Regeln. Irgendwie Paluten war noch nicht da oder irgendwie so. Justin hatte irgendwie auch noch irgendwie was zu tun. Er hat ja damals noch Minecraft hochgeladen. Und es war schon ganz irre. Dann weiß ich da noch ganz genau, wie das war. Ich saß alleine in meinem Zimmer mit auch so zwei Lichtern an. Meine Eltern wussten noch nicht, dass ich YouTube gemacht habe. Ich habe gesagt, ich brauche die Lichter für ein Schulprojekt. Und dann saß ich und plötzlich kamen meine Eltern rein nach zwei Stunden, weil ich war zwei Stunden vorher gegangen. Die meinten nur so, du hast dich gar nicht gemeldet. Was machst du hier? Und da habe ich denen gesagt, ey, ich nehme jetzt auf. Ich spiele Minecraft. Ich erkläre euch das nachher. Das verbinde ich mit so einem alten Minecraft. Gleich wird's Nacht. Ich weiß nicht mal, ob... Es gibt nicht mal eine Sonne. Doch, es gibt eine Sonne. Ich brauche ein Bett, auf jeden Fall. So oder so, meine lieben Freunde. Es ist total weird, gerade einen Übergang zu finden. Eigentlich, und da bin ich ganz ehrlich mit euch, mache ich dieses Video hier heute. Ich habe ja schon mal die erste Minecraft-Version gespielt, weil ich euch was über meinen PC erzählen möchte. Ihr wisst ja, dass ich meinen PC zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da gibt's gerade eine ziemlich coole Aktion für euch. Wenn man, so wie ich hier heute, die Minecraft-Version 1.0.0 spielt, dann braucht man vielleicht keinen guten PC. Wenn man allerdings etwas spielen möchte, was ein bisschen neuer ist als 10 Jahre alt, dann sollte man sich schon was Vernünftiges zulegen. Und mein PC ist von Megaport. Die haben mir letztes Jahr mein PC-System individuell zusammengestellt. Und wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem Rechner seid, solltet ihr unbedingt mal auch bei Megaport vorbeischauen. Seit über 17 Jahren bietet Megaport handgefertigte und individuell zusammengestellte PCs made in Germany an. Und das Beste ist... Aktuell gibt es noch eine zeitlich begrenzte Aktion. Die Megaport Mega Deals, also Angebote mit reduziertem Preis. Zum Beispiel Gamer-PCs mit der neuesten Grafikkarte Palit GeForce RTX 4070 Super Duel. Ich habe ja damals schon mal in einer Folge Minecraft mit Luca gezeigt, was bei Minecraft mit RTX alles möglich ist, wenn man die nötige Technik und Voraussetzungen hat. Neben DLSS 3, was einen revolutionären Durchbruch bei der KI-Grafik darstellt, um die Leistung zu steigern und durch zusätzliche Frames die Bildqualität verbessert, bietet die neue RTX 40er Serie das Nvidia Raytracing, das simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält. Und jetzt nochmal besonders für alle unter euch, die ihren PC zum Zocken nutzen, die Grafikprozesse der Nvidia Reflex und GeForce RTX 40 Serie bieten die niedrigste Latenz und die beste Reaktionsgeschwindigkeit für den ultimativen Wettbewerbsvorteil. Checkt also die Megaport Mega Deals über den ersten Link in der Infobox ab. Bis zum 11. März habt ihr dort die Möglichkeit, euch einen PC auszusuchen und diesen maßgeschneidert für euch individuell perfekt zusammengestellt zusammenstellen zu lassen. Soll ich nochmal zusammengestellt sagen? Nein. Vielen Dank an Megaport und Nvidia für das Supporten des heutigen Videos. Und jetzt gehen wir wieder rein in Minecraft 1.0.0. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir das jetzt hinkriegen sollen, die erste Nacht zu überleben. Ich meine, ich brauche ja obviously Schafe. Da vorne sind Hühner. Da muss ich eigentlich im besten Fall auch noch welche von töten, damit ich was zu essen habe. Ich habe auf jeden Fall schon Hungerkeulen unten rechts. Die, oh! Nein! Oh. Ja, ich brauche... Oh, eine Höhle. Eine Höhle. Ich sehe ein Skelett. Ich weiß... Oh! Oh, wow! Oh, wow. 1,5 Herzen habe ich verloren. Es gibt halt noch kein Schild. Ich gehe jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Oh! Ich gehe runter in eine Höhle. Das heißt, ich brauche ja nicht mal springen. Man muss einfach schlagen. Es gibt nicht mal irgendwas zum Aufladen. Oh Gott, das Erste, was ich geschlagen habe, als ich runtergeflogen bin, war... Ich muss hier raus. Ich höre schon wieder ein Skelett. Ich muss in eine Wand oder ich muss raus. Gibt es schon Holzkohle? Ich habe ein bisschen Schiss. Aber das ist Minecraft Version 1.0. Punkt 0.
Keine Ahnung, warum da nochmal eine Null hintersteht. Ich wollte schon wieder machen mit R2 gedrückt halten. R2 wahrscheinlich einfach rechts klicken. Guck mal, einen Ofen gibt's schon. Ich setze mal einen Ofen da drauf. Sag bitte, ich kann Holzkohle machen. Kann ich. Und wir haben es heller. Und schaut euch mal meine Hunger, meine Leben unten an. Die haben sich einfach wieder aufgeladen. Das ist nämlich so geil und das ist der große Unterschied zum heutigen Minecraft. Wir haben Eisen. Oh mein Gott. Und hier ist Kohle. Fällt mir auch gerade auf. Boah, es wird Wahnsinn. Ey, hier könnte auch hier raus, könnte ein Let's Play entstehen. Ich habe total Bock auf diese Version. Das ist einfach das gute alte Minecraft. Wollen wir hier raus ein Let's Play machen? Dass ich einfach so lange Minecraft spiele hier, bis ich es durchgespielt habe? Boah, oder noch besser. Ich mache eine andere Serie, eine neue Serie. Wie damals. Das habe ich vor 6, 7 Jahren mal gemacht. Da habe ich... Kann ich die Helligkeit eigentlich verändern? Ich kann nicht auf Video-Settings klicken, dann bricht es halt wieder ab. Ich habe damals mal... Guck mal, ich kann doch sprinten. Oh, noch mehr Kohle. Ich habe damals mal eine Serie gemacht, da habe ich immer Minecraft gespielt und habe einfach in jeder Folge bin ich eine Version hochgegangen und habe quasi immer mich so ein bisschen hochgearbeitet und habe gestartet mit Version 1.0, dann Version 1.1, dann Version 1.2. Das Problem war nur später irgendwann, dass ich halt... guck mal, meine Hungerbalken sind auch schon wieder voll. Wofür? Ich glaube, man ist in dieser Version noch dafür, dass man sich die Herzen auflädt. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall war es damals so, dass ich das Projekt auf jeden Fall abgesagt habe. Abgesagt. Ich habe es abgebrochen. Oh mein Gott, mit Shift kann man es nicht mal mehr da reinlegen. Man muss alles automatisch da reinlegen. Das ist ja so witzig. Damals war es so, dass ich das Projekt abgebrochen habe, weil ich leider... was will ich überhaupt gerade machen? Ich glaube, ich wollte mir Fackeln machen. Ich habe nicht mal eine zweite Hand. Ich muss sie dann immer so in die Hand nehmen hier. Deswegen habe ich auch noch dieses... Die macht nicht mal Licht! Die macht nur Licht, wenn ich sie hinsetze. Ja, man denkt in diesem zu komplizierten Modus noch von damals. Guck mal, noch mehr Eisen. Diamanten waren auch noch ein richtig krasses Ding. Es gab voll wenig Monster. Es gibt halt Creeper, Skelette und Zombies. Das war's. Mehr gibt's einfach nicht. Ich habe das Projekt auf jeden Fall damals abgebrochen, weil ich dann totale Renderfehler immer hatte. Weil ich immer eine Version hochgegangen bin. Und dann immer wieder in neu generierten Chunks neue Biome mit dazu kamen, die dann einfach dumm abgeschnitten waren. Und das sah schlussendlich immer nie so schön aus. Naja, ich baue mal hier vorne noch die Kohle ab, beziehungsweise mache mir direkt mal eben eine normale Spitzhacke, eine Eisenspitzhacke, sodass wir... Kann ich da noch was reinlegen? Nee. Sodass wir so ein bisschen schneller vorgehen können. Das Problem ist auch, dass wir hier unten jetzt keine Kisten haben werden oder irgendwie sowas, wo wir... Oh, jetzt dunkel. Wo wir... Oder irgendwelche... Weiß ich nicht, was für Sachen... Wie heißen die? Irgendwelche Strongholds oder so, wo wir irgendwie Holz finden können. Oh, guck mal. Das war früher eine riesige Höhle. Also heutzutage ist es gar keine große Höhle mehr, aber früher war das enorm krass. Wow! Ja, genau. Ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit irgendwelche Renderfehler. Hab deswegen das Projekt abgebrochen. Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich hier so richtig machen soll. Ich meine, schlafen müssen wir ja nicht mehr. Wir sind ja schon in der Höhle. Das heißt, dunkel, hell kann uns jetzt in der Oberwelt eh egal sein, weil wir haben hier unten E-Monster. Ich gehe nochmal kurz in die andere Richtung da hinten. Hier vorne geht's auch noch runter. Da war auch noch Eisen, hatte ich gesehen. Ich will erstmal hier vorne abarbeiten, weil wenn hier nichts mehr ist, das wäre das Beste. Hier geht's allerdings auch noch lang, sehe ich gerade. Hier ist aber zum Glück nichts. Hier vorne ist auch nichts. Okay, das heißt, den Gang... Ich merke auch die ganze Zeit, wenn ich mich so umdrehe, das geht sehr, sehr schnell. Also ein paar Sachen sind auf jeden Fall crazy, die sich verändert haben. Ich baue das hier mal zu. Nee, noch nicht ganz. Ich baue jetzt erstmal die Kohle ab. Ich habe noch die Eisenspitzhacke. Das heißt, es geht ein bisschen schneller. Falls ihr Minecraft auf dem PC spielt, ich glaube, das ist die einzige Plattform im Vergleich jetzt zu Switch, PlayStation oder Handy, wo man wirklich einstellen kann, welche Version man zocken möchte. Das kann ich wirklich jedem von euch nur empfehlen. Macht das mal. Das ist gerade, also vor allem an die, die früher irgendwie mit Minecraft angefangen haben, vor sehr, sehr langer Zeit wie ich. Ich habe vor 12 Jahren... Spinnen gibt's auch schon. Ich höre auf jeden Fall eine. Sehr laut gerade. Wo ist sie denn? Das ist unfassbar laut. Alter, wo ist die Spinne? Hä? Das hört sich so an, als wäre die direkt neben mir. Alter. Na, soll die Spinne mal Spinne bleiben? Spinnen gibt es anscheinend auch. Also Spinnen, Creeper, Zombies und Skelette.
Gut, ich nehme jetzt erstmal alles an Kohle mit, was wir irgendwie haben können. Ich bin ja ein Riesenfreund vom Ausleuchten, damit man einfach alles sieht und damit ihr auch alles seht. Ich habe nämlich damals Minecraft ja kennengelernt durch Gronkh. Und der hat immer nie so viel ausgeleuchtet. Ich bin ganz, immer eine kleine Kritik hier am Rande. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört, weil ich dann als Zuschauer nicht alles erkennen konnte, wenn ich teilweise die Videos irgendwie morgens auf dem Weg zur Schule irgendwie im Bus geguckt habe oder irgendwie so. Okay, das ist gelogen, ich war nie Buskind. Aber wenn man mal immer irgendwie mit der Mannschaft irgendwo hingefahren ist vom Fußball oder weiß ich wo. So. Alter. Wenn ich hier runtergefallen wäre, das wäre auch ein bisschen unentspannt geworden, ne? Ah! Oh! Oh mein Gott! Oh, da kommt schon wieder ein Skelett. Guck mal, ich kann einfach schlagen. Das ist so egal alles. Wo ist es? Ich sehe schon wieder nichts. Hier ist ein super Spot. Ich verstecke mich erstmal hier. Ich verstecke mich erstmal hier. Guck mal, wie hell das hier drin ist, obwohl es ja eigentlich dunkel ist. So, ich mache mir mal kurz eine Fackel. Ich höre nämlich, das Skelett steht direkt vor meiner Tür. Oh! Oh, oh mein... Oh! Das ist ein Zeichen, das Video heute zu beenden. Das Skelett steht direkt vor unserer Hütte hier. Jetzt können wir noch mal kurz gucken, was passiert, wenn ich es esse. Nee, die Hungerbalken gehen hoch. Es war nämlich damals so in den Versionen, mit denen ich angefangen habe, dass man einfach rechts gedrückt und dann isst man das. Da konnte man so Sachen nicht mal stacken. Also da konnte man Suppen kann man immer noch nicht. Aber da musste man hier einzeln Essen drin haben. Das funktioniert jetzt auf jeden Fall schon. Wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ist jetzt relativ spontan. Ich dachte einfach nur, ich mache die Koop hier kurz drin und zeige euch mal die erste Minecraft-Version, weil das ein ganz guter Übergang war. Aber wir haben jetzt mit den Achievements einiges noch zu tun. Wir können ja sagen, wir versuchen einfach die Achievements hinzukriegen. Alles hier irgendwie. Ja, wie ihr wollt. Wenn ihr Bock drauf habt, sagt Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen uns morgen eh bei einem neuen Video wieder. Haut rein, ciao.